Hallo, ich bin's wieder, Luisa. Heute werde ich euch mal zeigen, was man so am Tag vor dem Turnier alles machen kann oder wie man sich am besten darauf vorbereitet, um möglichst wenig Stress aufkommen zu lassen am jeweiligen Turniertag. Ich fange meistens an dem Tag vor dem Turnier damit an, erstmal mein Pferd zu reiten. Also vor jedem Training gucke ich mir auch erstmal die Beine an, ob die noch genauso dünn sind, ob da irgendeine Veränderung bei ist. Gerade vor Turnieren natürlich nochmal explizit, da man kein Risiko da eingehen sollte. Roxys Beine sind so wie immer, also kann ich auch ganz ohne Bedenken jetzt reiten. So, jetzt habe ich genug geritten für heute. Ich habe sie ein bisschen locker geritten, nicht müde gemacht. Und ja, davon mache ich es auch immer ein bisschen abhängig, wie ich den letzten Trainingstag sozusagen aufbaue, je nachdem, wie die Pferde drauf sind. Heute war sie jetzt nicht zu grell, also habe ich auch nicht wirklich viel gemacht, damit sie auch morgen noch genug grell drauf hat und auch vor allem genug Kraft hat, um die zwei Prüfungen, die ich morgen genannt habe, zu bewältigen. Ich flechte den Schweif vor dem Turnier immer ein, damit er am nächsten Tag immer noch so schön weich ist und immer noch schön verlesen. Und ja, er wird dann halt einfach nicht so dreckig, wenn er eingeflochten ist. Also ich flechte die Roxy heute auch ein, da sie morgen eine Springpferdeprüfung geht. Und zu Springpferdeprüfungen, so wie Stilspringen, flechte ich eigentlich immer meine Pferde ein. Bei Dressurprüfungen steht das ja eh außer Frage, da muss ja eingeflochten werden. Vor dem Turnier fette ich teilweise meinen Sattel noch ein, allerdings nicht hier oben die Sitzfläche, da das meine Hose einfach nur demolieren würde und die danach schwarz wäre, sondern eher hier die Gurtstrumpfen und die Steigbügelriemen, vor allem hier unten, also nicht da, wo das Bein liegt, sondern unten und oben, wo die Löcher sind. Da mache ich zusätzlich noch meine Steigbügel sauber, damit ich auch guten Halt darin habe. Ja, das war es eigentlich schon, was ich so am Tag vor dem Turnier noch mit meinem Sattel mache. Die richtige Pflege hier oben, die sollte man nicht unbedingt vor dem Turnier direkt machen. Gerade die benutzten Stellen sollte man nehmen und immer danach gucken, ob die noch gut sind oder ob es schon so weit ist, dass man vielleicht lieber in ein neues Paar investieren soll, bevor man nachher einen Materialschaden auf dem Turnier hat. Außerdem stelle ich meinen Steigbügel immer schon auf die Länge ein, die ich auf dem Turnier für die jeweilige Prüfung brauche. Ganz wichtig ist, dass hier diese Trittfläche immer schön sauber ist, damit der Fuß darin auch seinen Halt haben kann. Am Tag vor dem Turnier sollte man auf jeden Fall auch abchecken, ob der Anhänger noch voll funktionsfähig ist, den Reifendruck messen, gucken, ob das Licht funktioniert, vor allem das Bremslicht eben. Ja, und gucken, ob hier alle Sicherheitssachen gegeben sind, dass hier nicht der Haken einfach rausflutschen kann und die Klappe auf einmal während der Fahrt aufgeht. Ich sammle meine Turniersachen immer am Tag vor dem Turnier schon in den Anhänger rein. Man kann den Anhänger ja abschließen, somit sind sie sicher. Wenn man dies nicht kann, dann sollte man sie an einem Ort zusammen lagern, damit sie am nächsten Tag auch alle schnell griffbereit sind. Ich nehme extra zwei Eimer mit, damit ich einen Eimer benutzen kann, um die dreckigen Gamaschen später da rein zu tun und den anderen zum Tränken des Pferdes nutzen kann. Also ich hänge mein Jackett auch am Tag davor schon rein, kontrolliere, ob alle Knöpfe noch dran sind, ob alles noch funktionstüchtig ist, damit mir nicht am nächsten Tag auffällt, dass da irgendwas nicht dran stimmt. Okay, spätestens am Tag vor dem Turnier drucke ich mir die Zeiteinteilung aus, um mir die Telefonnummer von der Meldestelle rauszusuchen, zu wissen, wann muss ich abhaken, bis wann muss ich alles organisiert haben. Auf die Zeiteinteilung schreibe ich mir dann im Normalfall immer noch die Nummern von den Pferden drauf und markiere mir die Prüfungen, die ich halt reite. Wenn man mehrere Pferde hat, ist es halt auch noch von Vorteil dabei zu schreiben, mit welchem Pferd man in welcher Prüfung startet, damit man auch gar nicht durcheinander kommt
und alles genau vorbereiten kann. Es ist auch sehr wichtig, wirklich zu gucken, bis wann muss meine Prüfung abgehakt sein. Denn gerade Dressurprüfungen müssen oft am Vortag schon alle abgehakt werden, ansonsten die Tageserste so gut wie immer. Und oftmals ist das auch so, dass Meldestellen nicht alle gleich sind, sondern die einen halt auch die zweite und dritte Prüfung am Tag vorher schon abgehakt haben wollen und andere nur die erste. Darüber sollte man sich auf jeden Fall auch vorher erkunden, um auch pünktlich abgehakt zu haben und nicht Stress aufkommen zu lassen.